Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Wir wollen wieder mal eine Maß kreieren. Wir haben vor langer Zeit schon mal Gönnergy von Montana Black probiert, alle drei Sorten. Ich habe das probiert, Hannes hat das probiert, das Muttertier hat das probiert. Dann habe ich gedacht mit dem Hannes, komm, wir trinken eigentlich eher Bier als Energy. Wir machen die Gönnermaß. Wir haben die drei Sorten, die alten Sorten, zusammengekippt, eine Flasche Bier ran, ein Topping ran, haben die Gönnermaß kreiert. Jetzt gab es drei neue Sorten. Hannes ist wieder da, hat dreimal das neue Gönnergy mitgebracht, die drei neuen Sorten. Und wir wollen die Gönnermaß 2.0 kreieren mit den drei neuen Sorten. Wir haben jetzt alles mal hier aufgebaut. Wollen euch das mal so zeigen, vielleicht fürs Thumbnail. Ich muss die Thumbnails jetzt immer so machen, dass das richtig stark aussieht. Denn hier habt ihr dreimal Gönnergy, dann ein Bier als Grundlage und ein Topping. Und das ist die beste Auswahl. Das sind die besten Zutaten, die man sich dafür angeln kann. Ich verteile das jetzt mal wieder hier. Grüße gehen raus an den Eisscorp Jens, denn der hat uns wieder mal Maßkrüge gesponsert mit einem kaputten Karton. Keine Ahnung, ist irgendwas ausgelaufen wahrscheinlich, dass der Karton so aussieht, wie er aussieht. Wir, du kennst sie ja noch nicht, oder? Nein, ich kenne sie nicht. Wir müssen erstmal als Grundlage, die Grundlage jeder Maß ist natürlich ein Bier. Jetzt habe ich ein Ditschen sein Lieblingsbier genommen. Außen, wollen wir das her, Netto. Im Netto gibt es nämlich nicht so viel Bier. Das ist besonderes Bier aus dem Netto, das ist das Starrer Servicia. Früher gab es immer das Starrer Superia, das hatte einen vanillefarbenen Deckel, das war gefühlt das billigste Bier, aber irgendwie so böhmisches Bier. Und das war irgendwie immer das Bier, was man sich gekauft hat, wenn man sonst nichts hat. Und das ist jetzt der Nachfolger vom Starrer Superia, der Starrer Servicia. Sieht aber irgendwie hochwertiger aus. Gibt's im Netto, ist trotzdem mega günstig, hat eine dicke, fette, robuste Flasche. Das müsst ihr euch wirklich mal antun. Und nur 4,2%. Das ist die Grundlage der Maß. Wir machen also das Bier auf. So, was guckst du dir jetzt an? Hier dieses komische rote Siegel, jo. Dieses schmierige, was sie da drauf machen, wenn sie jo. Irgendwelche Briefe verschicken. Dann legen wir das hier rüber, füllen das mal hier ein, weil das ist die Grundlage für die Maß 0,5 Liter Bier. So, Bier. Wenn das ganze Bier drin ist, ist die Hälfte, ein Drittel der Maß ist schon fertig. Dann kommt das nämlich weg. Dann kommt immer der Namensgeber. Der Namensgeber kommt immer an zweiter Stelle. Das ist diesmal Gönnergy. Ich kann es ja mal in der Reihenfolge, wie ich es interessant fand, nehmen und aufmachen, mal probieren. Nochmal zum, jetzt wo die nicht gekühlt sind, Tisch probieren lassen und dann schenken wir uns die beide auch ein. Limited Edition Nummer 1 bei Monde, ja, ja, ja. Hier habt ihr White Peach. Ne? Was ist White Peach? Weißer Pfirsich. Weißer Pfirsich. Was gibt's denn noch für Pfirsiche? Grüne oder blaue, was? Blaue, gelbe, bunte. Ich glaube, wir hätten jetzt drei Maß machen müssen. Eine mit... Ja. Nee, sowas macht man nicht. Das ist nur Clickbait, wenn man dreimal die Gönnermaß macht mit verschiedenen Sorten. So wie ich dich kenne, weil du ja diesen Süßmittelgeschmack kennst von den ganzen Zero-Getränken, sagst du, ach, das ist schön fruchtig, ja, und angenehm. Auch, ja. Zack. Ist es auch. Und ich sag, bei mir, es bitzelt so und ist so säureartig und durch dieses Süßungsmittel, das mag ich einfach nicht, das schmeckt mir einfach nicht. Ja, das Problem ist, dieser Geschmack von dem Pfirsich ist kurz da, aber dann ziemlich schnell wieder weg. Deswegen muss man mehr trinken, dass man den länger hat. Aber du findest den gut. Halt mal fest fürs Protokoll. Er ist nicht schlecht, nicht gut, der aber Hannes nicht schlecht. Hat nichts erwartet, aber ist gerade total begeistert. So, jetzt füllen wir mal hier ein bisschen was von dem Pfirsich. Okay. Einmal hier, einmal da. Ist auch ein bisschen trüb. Ich habe ja auch zugegeben, ich finde die neuen drei Sorten schmecken besser als die alten drei Sorten. Weil die alten sind von einer anderen Firma noch gewesen, die das hergestellt haben. Er hat sich dann eine neue Firma gesucht
Und du irgendwie merkst du auch den Unterschied. Ja, weit aus. Weil die Vorregen, die waren zu süß. Aber das geht. Aber ich finde, das Design der Dosen fand ich bei den alten besser. Die schön richtig matt waren und die glänzen ja trotzdem. Das sieht aus, als würdest du hier von Feldschlösschen Radler kaufen. Na, weil das halt so glänzt. Das ist jetzt Sweet Lemon Geschmack. Mache ich wieder auf. Sweet Lemon. Steht hier was im Deckel drin, ja? Steht ja was im Deckel, im Nippus. Ich glaube, das sagt dir nicht so zu wie das Pfirsich. Ich finde, das schmeckt wirklich wie eine aufgelöste Brausetablette aus der Apotheke. Irgendwie sehr wässrig, irgendwie ein bisschen künstlich so. Und da kommt das Süßungsmittel vielleicht nicht so krass durch, aber ich finde, der Zitronengeschmack ist halt nicht so, wie man ihn kennt. Nee. Das ist halt irgendwie so künstliche Zitrone. Brausetabletten-Feeling ein bisschen. Also, da fand ich White Peach auf jeden Fall gerade. Ja, weitaus besser. Aber die Farbe ist cool. Angenehmer. Ist halt weiß, ne? Ist halt richtig trübe. Trübe Zitrone. Weiß, ja. Jetzt haben wir den letzten noch. Oh, da bin ich gespannt. Das ist wie Raspberry Cheesecake, was ja so besonders war. Oh. Gibt's jetzt Juneberry Jam. Also Junibeere, Steinfrucht. Steinfruchtmarmelade. Das ist halt die Besonderheit. Da ist immer ein krasses Teil dabei, was die Leute freut. Jetzt kommt mir der Geschmack schon wieder komplett bekannt vor. Von Dextro Energen, genau. Das habe ich gesagt. Das schmeckt wie wenn du Dextro Energen Wildkirsche hast oder so. So ein kleines weißes Täfelchen, zerkaust im Mund. Dextro Energen Minis, Kirsche, zack. Und dann hat er es irgendwie. Ah, das ist nicht so deins? Da kriegst du Zuckungen irgendwie. Das heißt also, White Peach war dein. Ja, das war wirklich das Beste. Das Beste von allen sechs. Da machen wir davon noch am meisten rein. Schön, ja, genau. bis zum Rand hier, bis zum Kringel. Und nachdem wir den Namen, nachdem wir Bier haben und den Namensgeber, haben wir noch ein Topping. Und da das Bier ja schon so richtig edel und golden aussah, haben wir gedacht, nehmen wir einfach Goldkrone dazu, was halt auch so bräunlich ist, und hauen den jetzt oben drauf. Den Goldkrone für den Gönner G-Chuck. Nein, wir chucken das nicht, niemals. Wahrscheinlich landet es wieder im Gebüsch. Das sind die Spezialtricks. Jetzt habt ihr hier die Goldkrone drin. Will die Schanker die nicht haben? Das? Nee. Die schicken mir mit. Die möchte ein Stada Servicia haben, das ist wichtig. So, wir müssen noch probieren. Ich bin gespannt. Hannes, nimm's mal in die Hand. Greif's mal richtig vor. Ich krieg schon Zuckungen. Das ist die Gönner Maß 2.0 aus Gönner G, aus ja. Topping und aus Bier. Mal gucken, wie es schmeckt. Also ich finde, die Goldkrone liegt oben auf. Ja, total. Ich habe das noch nie gehabt. Normalerweise, egal was wir oben drauf gestreut haben, es ist immer versunken in der Maß und du hast das gar nicht so rausgeschmeckt. Jetzt beim Trinken, Hannes wühlt gerade mit seinem Finger im Glas rum und tut alles rumschägern. Ich muss ja nicht hier jetzt sehen. Beim Trinken fand ich, du hast relativ wenig Geschmack gehabt. Diese ganzen aufdringlichen Sorten kamen gar nicht durch. Nee. Es hat aber irgendwie auch nicht nach Bier geschmeckt. Nur noch Goldkrone. Es war sehr wässrig. Und dann hast du immer dieses Penetrante von der Goldkrone am Gaumen, an der Zunge gehabt. Boah. Wie eine Goldkrone mit Wasser verdünnt. Ja, so hat mir das gerade irgendwie aber. Ja, einen leichten Geschmack von der White Peach hat man gemerkt. Also von dem Pfirsich ganz leicht. Da hast du dich jetzt festgebissen am weißen Pfirsich. Ja, da habe ich mich echt festgebissen. Aber das merkst du einen leichten Geschmack von dem Pfirsich drin. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja, ich finde, es ist jetzt halt auch nichts Besonderes. Also wir hatten schon bessere. Wir hatten schon welche, wo wir gesagt haben, das hat uns echt umgehauen. Ja. Die Odelmaß zum Beispiel. Die fandst du doch so gut, ja, hast du ja gesagt. Die Odelmaß, die war ja genial.
Naja, habt ihr auch schon mal Gönnerschi probiert? Habt ihr auch schon mal eine Mars getrunken? Habt ihr schon mal die Gönnermars probiert? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Servus, grüß euch.